700, 800, dass sie heuer oder in diesen Zeiten diesen Sport finanziert bekommen, und die haben echt ordentliche Anreisen. Wenn man schaut, wie sie die Swift Brothers, was die für eine Anreise hier hatten, die kam jenseits von so weit nach Schweden, dass du von der Südgrenze 10 Stunden brauchst, bis du an der Rennstrecke bist für die nächste Runde. Das ist richtig im Wald versenkt. Aber am Start ist es ein F104. Gewonnen. Wer holt sich den fetten Pokal und den Scheck ab? Das ja. Und Benny, wer holt sich von uns zwei den Titel? Freilufttribüne? Oder? Ja, und der 1er BMW ist aufgeladen auf dem Flugmarktplatz. So, das heißt, diese super leichten Zauberkombis mit dabei, die eben Piotr Wieczek letztes Jahr so schnell gemacht haben, aber dieses Jahr, man kann sie auch sehen als Kombi, der Valino heißt, den Mann. Das gibt langsam Ausmaße. Gesehen oder gelesen, letztes Jahr hatte er gestern seine Kombination.
oder die Schuhe noch ein bisschen Material. Habe gestern im freien Training schon das richtige Setup gefunden. Wollte jetzt ein bisschen. Hier nach Österreich mitgebracht haben. Ich bin ebenfalls scheint es ganz gut zu passen. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Wir haben schon mehrfach erwähnt, aber wir haben auch noch mal seit vielen, vielen Jahren schon bei Driftmasters am Start. Und jetzt bei dem. Billet RB28 da in die S13 eingefärbt. Und schau mal an, James D. Will McKeever zeigt dann gleich die nächste GT86, die dann. Sehr, sehr beliebtes Chassis und auch der hat eine Red Bull Livery drauf. Aus Polen, Kuba Kulczykowski. Schau's dir an. Und bei Kuba hört man schon das Antileck. Top-Position. Der Antileck-System
Da wird quasi kürzlich der Turbolader aufs Spool gehalten, indem man Kraftstoff in den Ofen reinspritzt. Chemisches Material, kürzlich der Turbo geiler Hand und ganz, ganz schwer. Kurz vor dem Boden. Und jetzt passt das. Werbetafel, ein fetter Betonstein, ja, diese Fahne festzuhalten. Und ich finde, das ist ein geiles Auto und vor allem, wenn man es als Drifter auch mal sieht. Freddy Osborne zum Beispiel in der Formel 1, mega geiles Auto. Und auch die hier von HGK aufgebaut. 17-jähriger Lenker, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, und der ist amtierender ukrainischer Fahrer. Und man sieht es auch hier, richtig Qualm an der Kette. Ich finde zwischenweise die Richtungswechsel nicht ganz so gerne, weil der Ratschen eben lang ist, aber positioniert, um dann wirklich auf die Tüten zu positionieren immer mehr Wert und wenn er mein Arm hat. Ja, ja. Aber ich darf das sagen. Das perfekte Setup für die perfekte Linie hier. Ah, Elton dreht sich da weg. Habe ich heute schon gefrühstückt. Schön. Ganz nach dem Motto, sei auch ein Power am Morgen. Im freien Training unterwegs sein guter alter Bekannter, Dwayne Mackie. Das geht auf der Strecke, glaube ich, noch ganz gut. Ansonsten beide mit Weisberg vorne, hinten mit der Quick Change 2 und 7 unter der Haube. Allerdings war der Conner noch in Holland beim Abstimmen zu kalt. Kann man jetzt drüber spekulieren? Denn wir werden wissen, denn nur die Top 32 dürfen eben morgen hier nochmal ran. So sieht's aus. Ja, wir haben ja die Luft abgekauft. Und auf der Hauptbühne. Richtig, so schaut's aus. Ticket upgraden. Das ist der beste Plätze. Besser mache ich jetzt. So, jetzt in den Finish bereit. Ja, mit dem Lackhacker wäre das sehr vorsichtig. Ja, ja, nach den Gästen. Schade eigentlich. Auch ein Spitzenfahrer. Absolut. Aber der hat seine S15 dann letztes Jahr auch in Riga hart in die Wand geparkt. Ja, aber da haben wir so einen österreichischen Autos auch sehr gerne zu halten. Nichts mehr übrig. Und das ist eben genau das. Du musst das vordere innere Rad. Überleg mal, so ein Nesca fährt halt 300, 500 Meilen im Kreis und nur
Vollgas, Gas weg, Vollgas, Gas weg. Natürlich. Mal schwer getan. Das muss man sich mal geben, dass der sich irgendwann mal hoch und schwer tut. Ja, da kann der ganze Fahrwerk-Setup damit verhunzen, weil das Ding so viel drin hat, dass er dir dann eben hier umdreht. Also ist halt vorbei. Ja. Der ja Extreme Tires, den ich schaut. Ist okay. Passt. Aber der ist gleich vom Gas gegangen, das muss man auch dazu sagen. Werner Zwartefeld, einer der Rechercher. Der hat Probleme mit der Leistung hier im Berg hoch. Thank you.
Thank you.
klassischer Fall von zu viel Gewalt.
Thank you.
an Speed, weil er nicht so weit aus. Aber das habt ihr beiden nicht zu entscheiden, das müssen die Fletcher Yeah.
Yeah.
Das ist auf jeden Fall das Ziel. Jetzt ab in den Finish-Bereich.